Sechs Monate Krieg in der Ukraine und zugeschaltet ist nun Marie-Agnes Strack-Zimmermann von der FDP. Sie ist die Vorsitzende des Verteidigungsausschusses im Deutschen Bundestag. Guten Morgen, Frau Strack-Zimmermann. Guten Morgen. Sechs Monate Krieg, Ihre Bilanz? Ja, Sie haben es gerade gesagt, dass Wladimir Putin und auch westliche Militärexperten angenommen haben, dass der Überfall auf die Ukraine innerhalb ein, zwei Wochen erledigt ist. Wir sehen nach sechs Monaten, dass die Ukraine sich wehrt, sich ihrer Freiheit bewusst ist und dass der Westen geschlossen hinter der Ukraine steht. Und insofern ist bei der Tragödie, die Ukraine kämpft ja um ihr Überleben, dass ich glaube, wir uns alle vor ein paar Monaten haben nicht vorstellen können, dass dieser Krieg ausbricht, aber dass der Westen auch an der Seite der Ukraine steht. Und das sollten wir auch in Zukunft in der Tat machen. Frau Strack-Zimmermann, welchen Ausgang sehen Sie? Ja, das ist natürlich sehr, sehr schwierig, weil letztendlich die Ukraine autark entscheiden wird, wie es weitergeht. Aber wir sehen natürlich, dass die russischen Angriffe vehement sind, aber durchaus die Ukraine ausschließlich auch, weil sie nicht nur wirklich kämpfen will, sondern die Unterstützung des Westens hat, humanitär, wirtschaftlich, aber eben auch mit Waffen, wirklich die Möglichkeit besitzt, zu verhindern, dass die Russen das Land einnehmen. Man darf ja nicht vergessen, es geht Wladimir Putin nicht nur um die Ostukraine. Es geht ihm letztlich darum, das hat er auch immer wieder artikuliert, darum, die Ukraine komplett von der Landkarte zu tilgen. Das heißt, Geschichte rückgängig zu machen. Und deswegen müssen wir uns der Ernsthaftigkeit klar sein, dass wir vermutlich auch in den kommenden Monaten Kämpfe sehen werden. Und ich persönlich und auch meine Kolleginnen und Kollegen der FDP sind sich sehr sicher, dass Russland nur militärisch Antworten finden kann, weil sonst Putin einfach weitermacht. Wenn wir jetzt, beziehungsweise wenn es einen Diktatfrieden geben sollte, dann werden wir erleben, dass Putin die Zeit nutzt, um seine auch sehr angeschlagene Armee wieder aufzubauen und dann weiter zu marschieren. Wir müssen wissen, Wladimir Putin ist ein Diktator, er ist ein Massenmörder und er wird nach der Ukraine greifen, nach Moldawien, nach Georgien und vor allen Dingen will er eines machen, die freie westliche Welt, nicht nur Deutschland, sondern die gesamte freie westliche Welt, die er hasst, letztlich anzugehen. Und das müssen wir einfach sehr ernst nehmen. Unser Fernsehsender Welt versorgt Sie rund um die Uhr mit den aktuellen Nachrichten und Hintergrundberichten. Hier beleuchten wir die wichtigsten Themen des Tages und ordnen das Geschehen für Sie ein. Wie Sie uns im TV finden können? Ganz einfach. Indem Sie den Sendersuchlauf an Ihrem Fernseher starten, eine Anleitung finden Sie hier oben verlinkt. Zusammen mit einer Erklärung, wie Sie uns dann über Kabel, Satellit, Streaming, IPTV empfangen können. Hallo und ganz herzlich willkommen hier bei Welt. Hat euch der Bericht gefallen? Wenn ihr mehr News aus unserem Team wollt, dann müsst ihr einmal hier klicken. Wenn ihr auf der Suche seid nach spannenden Dokus, starken Reportagen, dann geht's hier entlang. Und wenn ihr Welt abonnieren wollt, neu entdecken wollt, dann einmal hier klicken.